Es war so schön, wenn wir nur zu zweit waren, oder, Peter? Alright, dann. Bam! Ich bin hier mit dem Gutmeister, Master of Good, Lukas Gut. Lukas, alles gut? Yes, ein bisschen aufgeregt, aber... Ein bisschen aufgeregt? Ja. Einen tiefen Einatmen. Okay. Funktioniert. Ja, wir werden heute ein bisschen über deine Profession reden. What is your profession? I wind pickups. I wind pickups. Geil. Wie lange machst du das schon? Ich habe angefangen vor ungefähr 5 Jahren. Mhm. 5, 6 Jahre circa. Einfach aus reinem Interesse raus, weil ich habe zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, wie viele verschiedene Tonabnehmer in meiner Gitarre probiert und bin aber nie zu dem Sound gekommen, den ich gehört habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt schaust du mal nach. Was ist ein Tonabnehmer? Wie funktioniert das? Okay, es ist keine Raketenwissenschaft, das schafft selber auch. Und dann habe ich einfach mal die ersten Teile bestellt und habe mit der alten Nähmaschine von meiner Mama die ersten Spulen in meinem Zimmer gewickelt. Und wie das funktioniert? Ist das am Anfang Haus in Luft gejagt? Oder? Ja, am Anfang ist der Draht irrsinnig oft gerissen, weil halt die Nähmaschine ist halt, die hat zwar ein Pedal gehabt, aber das ist mehr wie ein Aus. Und okay. Halt, wenn es halt, der Draht ist ja, das ist ja Haar, also wirklich haarfein. Ja. Und wenn halt die Maschine dann gleich Vollgas losfährt, dann ist halt der Draht, also ist halt, keine Ahnung, 20, 30 Versuche werde ich gebraucht haben, bis ich dann herausgehabt habe. Auch nämlich, da geht es auch darum, wie platzierst du die Spule. Ich habe gedacht, okay, es ist logisch, die Spule ist irgendwie montiert auf einer Halterung und der Draht zieht das dann runter. Natürlich ist das nicht so. Man stellt sie dann einfach zwischen die Beine im Endeffekt und der Draht spult sich einfach so ab. Aber du musst halt okay. Dann auch einmal draufkommen und ja, und dann und so ist dann immer weitergegangen. Und dann hast du zuerst deine eigenen Pickups gemacht und wann bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, ey, ich mache für andere Leute Pickups? Ich habe relativ bald angefangen im Freundeskreis und im Freundeskreis halt dann, also erstens zu erzählen und so, dann gleich so, boah, cool, du machst selber Tonabnehmer. Und so ist es dann gekommen. Also ja, kannst du mir, ich habe eine Strat, kannst du mir dann Hals-Pickup machen, weil meiner funktioniert überhaupt nicht. So, ja klar, probieren wir. Und so ist es gekommen und dann, ja. Geil, weil für mich ist es Raketenwissenschaft. Das ist wirklich so, ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich weiß, was passiert, wie Tonabnehmer funktionieren grundsätzlich, aber das jetzt zum Beispiel, für mich ist schon Ausbauen und Einbauen, einfach nur Tonabnehmer einbauen schon irgendwie. Ja. Digitale Science und wie ich dann eben, wie du mir dann erzählt hast, ja, du baust selber welche. Und ich so, wie selber bauen? Also bestellst du welche? Und, aber du bestellst die Materialien und dann baust du sie wirklich komplett selber. Also es genau. ist kein... Also so weit möglich baue ich sie komplett von Hand zusammen. Ich meine halt, ich kann zum Beispiel selber keine Magneten gießen oder sintern. Da braucht man halt... Spezielles industrielles Equipment dafür, also die Magnete bestelle ich fertig, gewisse Plastik- und Metallteile, die man jetzt nicht selber fertigen kann. Mhm. Aber ansonsten ist es halt, sind es zumindest eben die Rohmaterialien, dass ich eben so wie die Abdeckungen auf deinem Sandberg zum Beispiel, dass ich die dann am Computer zeichne und dann aus dem Rohmaterial per Laser ausschneiden lassen. Ich habe nämlich vom Luke schon Pickups für meinen Warwick bekommen, für Kolematische, und da ist sogar das Kolematische Logo gelasert drinnen. Shoutout an meinen Warwick von Kolematische. Also er ist nicht von Kolematische, er gehört mir, er gehört nicht Kolematische, aber er ist eine Hommage an Kolematische. Und da, das war so cool für mich zu sehen, dass du das Logo eingelasert hast und das funktioniert hat. Und das mind blown, so, oh also Gott, man kann Dinge rein einlesen in Pickups. Da war ich auch echt gespannt, weil ich halt nicht sicher war. Ich meine, die Abdeckungen beim Warwick sind aus Wänge, wie das Griffbrett. Und es ist ein hartes Holz, aber ich habe halt nicht, also ich habe nicht gewusst, okay, wie wird das sein, wenn man wirklich mit dem Laser da drauf hat. Und das ist sich aber dann eben super ausgegangen. Das war auch eine lustige Konversation. Hey, aus was für einem Holz ist denn dein Hals? Dunkles? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht. Nicht Regenwald, oder? Ist es? Dann hast du mir gesagt, Wenge. Ja, genau. Wenge. Ist es. Ja. Na, das war super, super cool zu sehen. Das Ganze ist jetzt, läuft jetzt unter dem Namen Good Pickups. Good Custom Pickups. Good Custom Pickups, genau. GCP. Ja. gibt's eher schon eine Webseite oder? Die Website, die Domain habe ich gekauft. Okay. Die Website sehr existiert, gut. Also zumindest die Homepage die existiert Homepage. Schon einmal. Ja. Und jetzt ist das Projekt das nächste Projekt ist, die Website fertig zu machen. Okay, aber du bist schon über Facebook und ja. Auf Instagram. Facebook, genau, Facebook, Instagram. Mhm. Ja, cool. Das da kann man nämlich auch immer wieder sehen, weil du für Gitarristen auch Pickups. Also du machst generell für Gitarren und für Bässe. Genau. In beidem. Genau. Irgendwie, also. Du hast jetzt aus deinem Bekanntenkreis schon, hast du auch schon für, keine Ahnung, irgendwie so famous Leute oder irgendwen, den heute mal. Irgendwen aus der Wiener Metal-Szene, weil. Den du schon außer mich. Für den Raffi Hoffmann. Yeah, Shoutout an Roland Kirchen. Für seine Jackson Warrior, mhm. Also die bemalte. Das war auch ein schönes Projekt, weil vorher, also die Gitarre klingt akustisch. Mhm. Super, mhm. Aber elektrisch ist halt überhaupt nicht drüber, also versteckt ist überhaupt nicht drüber gekommen. Es war ja, komisch, mumpfig, irgendwie, trotzdem irgendwie heiß. Und dann habe ich ich habe einfach den bestehenden Stecktonabnehmer genommen, den alten Draht untergeschnitten. Einen neuen Magneten habe ich auch verwendet, mit einer anderen Charakteristik, weil der Originale war einfach, weiß nicht, stark genug für ein Magnetresonanzgerät. Ist natürlich halt mit dünneren Seiten, das ist halt dem Ton auch nicht förderlich, weil halt der Zug auf den Seiten dann so stark ist, dass die Seite dann eben in der Schwingung beeinflusst ist. Okay. Also da hast du ihm schon ausgeholfen. Ja. Geil, super. Was sind deine Pläne dafür? Wo willst du hin mit Good Custom Pickups? Eigenes Store? Klangfarbe Corporation oder we can make it happen. Noch nicht, aber vielleicht Sponsoring, ich weiß nicht. Ja, ist schwierig. Also ich habe eigentlich angefangen, weil ich für mich einfach Tonabnehmer machen wollte. Und es ist halt einfach was nicht Schönes, wenn man eben diese Schnittstelle zu sein. Dass man halt jemandem ein Instrument eben quasi wieder neu, wie sagt man das, neu. Ich weiß nicht, beseelt, würde ich sagen. Ja, also das hat sich so für mich angefühlt mit dem Warwick, weil ich habe den Warwick für, das war einer der ersten Bässe, die ich gehabt habe. Hallo, Big Boys Podcast, who this? Der Warwick war einer von den ersten Bässen, die ich gekauft habe, mit 16 irgendwie, so, keine Ahnung gehabt, super Instrument gekauft, right off the rack, bei der Klangfarbe noch, wie es beim Einsiedlerplatz war. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl gehabt, für mich, er ist schon so alt und hat so viel mitgemacht, aber er ist irgendwie, ich bin nicht mehr zufrieden mit der Elektronik. Ja, und wie ich ihn dann von dir bekommen habe, war es irgendwie so, yeah, also er ist wieder da, weißt du, also mit allen Features, die ich mir immer vorgestellt habe für ihn. Und er hat so viel Diversität bekommen dadurch. Also nicht nur für Call of Mothership, sondern ich dachte, god damn, ja. Also ich habe auch einige Playfuls schon auf YouTube damit gemacht. Trivium funktioniert super damit, Low-Tune-Sachen. Die klingen super. Also wie ich die gesehen habe, das war, habe ich mir gedacht, so, ja, einfach genau das war das Ziel. Ja. Dass er einfach so vielseitig wie möglich ist. Okay. Aber du hast schon, du hättest schon vielleicht die Ambition oder den Wunsch, dass du es weiterträgst. Das wollte ich dann sagen. Es ist halt einfach so entstanden aus eigenem Interesse und eben. Mir gefällt es einfach für Leute, ich komme aus dem Dienstleistungsgewerbe. Meine Familie ist im Hotelgewerbe und das hat mir immer schon gefallen, mit Leuten arbeiten. Und jetzt halt eben das auf die Musik übertragen zu können, mit den Tonabnehmern, mit Instrumenten. Ich werde es auf jeden Fall weitermachen und einfach schauen, wer noch Schnitte gemacht oder ist das alles live? Alles live. Fuck. Everything is live. Fuck. We got you now. Aha.
Es ist ein persönliches Thema. Es ist irgendwie, ich verstehe, dass man es, also ich kenne das aus dem Dienstleistungsverhältnis kommen. Ich kann nicht wirklich familiär begründen, aber ich kenne das Gefühl, dass du dich einfach freust, wenn Leute was kriegen und mit ihrem Ding wieder Spaß haben. Keine Ahnung. Das ist zum Beispiel, was du für mich für den Warwick gemacht hast. Es muss ja auch gar nicht jetzt irgendwas festlegen. Mich hätte nur interessiert, ob du irgendwie Ideen hast. Weltherrschaft natürlich, ja. Das ist einmal der Anfang und dann schauen wir weiter. Weil unsere 1 Million Zuseher werden alle morgen schreiben, dass sie neue Pickups wollen. Also du brauchst sicher eine Fabrik mindestens. Ja, das wäre alles schön. Ich mag es einfach, also es ist so schwierig, ich tue mir schwer, das in Worte zu fassen. Es ist schön, das persönlich zu machen für die Leute. Ja, voll. Das. Ja? Und weil mir das auch so gut gefallen hat, was du gemacht hast für den Warwick, habe ich dich ja auch gebeten, für meinen Sandberg Panther, für den 5-Seiter, etwas zu tun. Und wir haben ihn mitgebracht. Und er ist hier. Und ich bin... Es ist so wow. Die Dinge sind so wow. Es ist amazing. Also... Do you see this? Delicious. Es ist wie Weihnachten. Delicious. Und der Luke hat sogar geschafft, dass er wieder was eingelasert und gefräst hat für mich, nämlich den Deckard Cain. Shoutout an den Clemens und an den Emanuel. Diablo 2. Das finde ich so cool. Also sie schauen schon mal mega, mega nice aus. Und kannst du ein bisschen was erzählen darüber, was du gemacht hast, was du getan hast? Ja, also die Tonabnehmer sind ähnlich wie die wir für den Warwick gemacht haben. Es ist immer dasselbe Magnetmaterial. Es sind Nico 5 Magneten beim Hals-Tonabnehmer. Eben von der Dicke und Höhe original wie ein Stingray-Humbucker. Mhm. Und für den Steg sind es halt Nico 9 Magneten. Und okay, der Unterschied ist halt, auf der einen Seite, die Tonabnehmer sind natürlich leicht schräg. Mhm. Dadurch nehmen es natürlich andere Frequenzen, andere Obertöne pro Seite auf. Also im Vergleich zum Warwick, wo sie halt stationär, wo sie einfach senkrecht sind. Mhm. Und der Steg ist eben ein... Vereinfacht gesagt sind es einfach zwei Jazzbars Single Coils, aber als Humbucker geschalten. Ja, ich würde sagen, schauen wir mal, testen wir den Big Boy mal an. Give me the Kabel. Wo ist der Kabel? Da ist der Kabel. Ist wie auf der Bühne, ich finde es auf der Bühne auch nicht so. Genau, yeah. Schalten wir den Flugzeugsimulator da an hinter mir. Geil. Und ich habe wieder einen Chromzahn bekommen, weil irgendwie schaffe ich es auf meinen Bässen immer irgendwas verchromen zu lassen. Das ist wichtig. Yeah! Oh, nice. Yeah! Schaltung? Irgendwas? Was du erklären möchtest dazu? Also die Schaltung ist original geblieben. Mhm. Mit dem Volume Poti kannst du aktiv-passiv schalten. Wenn du ihn rausziehst, ist er passiv. Dann ist nur quasi nur der Volume und die und das Balance Poti. Ja. Okay, aber sonst ist die Schaltung gleich geblieben. Das ist schon mal ein cooles Feature, weil das gab es vorher nicht. Ja. Also du konntest die Potis schon rausziehen, aber einmal. Dann war sie nicht draußen. Das war's. Yeah, also... Schauen wir mal. Sehr cool. Klingt, spielt und fühlt sich sehr, sehr cool an. Und wie war es an dem Bass zu arbeiten? Also
Was ist dir aufgefallen, wie aus mit dem Sandberg zu arbeiten im Gegensatz zum Warwick? Es ist ein super verarbeitetes Instrument. Also von daher hat es irgendwie jetzt keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Mhm. Das ist alles, die Fräsungen sind super. Die sind keine von den Schraubenlöchern sind ausgerissen. Mhm. Aber ich fand das Instrument immer schon cool, aber das ist genau, ja, warum ich gekommen bin, ja, zu dem, weil ich dachte, ja, die Elektronik kann irgendwie nicht mithalten. Ja. Und das zum Beispiel, das ist jetzt zur Klärung. Früher, wenn ich nur die Höhen komplett raufgeschalten habe, habe ich immer einen Bass gehabt. Einen irrsinnigen drauf. Okay. Und das war immer so ein Leid. Also du hast wirklich jedes Hauchen gespürt drauf. Und also ich kann, wenn man selbst ohne irgendwas jetzt pedalemäßig, es ist nichts mehr. Weil früher hat das nämlich wirklich so ein Fiepen gemacht. So ein wirklich? Also ja, da. Was müsstest du irgendwie Noise gehabt, wenn du nur die Höhen hattest, und das ist jetzt komplett weg. Das ist nämlich mit einer von den Gründen, weil ich eben für Derm zum Beispiel, für Detective-Sachen auch diesen Clank brauche und halt viele Höhen verwende. Und das ist halt irrsinnig nervig, wenn du dann so viel drinnen dabei hast. Ja. Und das ist jetzt komplett. Und vor allem kommen jetzt auch die hohen Töne. Das war nämlich auch bei den vorigen Pickups so. Sorry Sandberg, ich bash gerade voll Sandberg. Aber es war tatsächlich so, dass die hohen Töne viel leiser waren als die oberen Saiten. Aus irgendeinem Grund war es nämlich so, dass das irgendwie nicht so, wie soll ich sagen, es hat nicht so einen Druck gehabt. Ja. Ja? Und das war, und jetzt ist es halt so, dass es wirklich. Weil früher war es wirklich so, dass du halt, okay, die unteren Seiten waren vor allem auf halt C-Tuning. Ja. Und jetzt hast du wirklich schöne gleichmäßige. Schöne gleichmäßige. Das ist wirklich schön gleichmäßig überall. Taugt mir. Mir gefällt's. Ja, also ich meine. Sehr, sehr cool. Ich hätte die originalen. Der ursprüngliche Plan war ja, dass wir die originalen Tonarten immer neu, quasi neu bewickeln. Nur dadurch, dass sie halt in Epoxy vergossen sind, war das halt unmöglich. Fucken! Was schon. Nein, das Instrument ist um so viel besser geworden. Erstens, weil Stay a While and Listen. Meinem furchtbaren Bassspiel. Und zweitens ist es einfach, es schaut mega aus, klingt mega. Ich werde damit sehr viel Zeit verbringen heute. Yes. Heute noch. Ich werde schlafen gehen mit diesem Bass. super cool. Danke dir, Luki. Danke dir. Das war ein mega cooles Ding. Das hat sich wirklich ausgezahlt. Ich kann es nur empfehlen. Ohne Werbung für dich zu machen, aber geht's zum Luki, wenn ihr Pickups ändern wollt, weil es ist der Bomb. Danke fürs Vorbeischauen, Luki. Danke für die Einladung. Und Facebook? Facebook, auf Instagram, die Homepage ist www.goodcustompickups.com. Sie ist fertig, wenn sie fertig ist. Ich bin dran. Aber der Luki ist erreichbar. Ich bin erreichbar. Auf Facebook sind meine Kontaktdaten. Jederzeit einfach schreiben. Schlagbrett, Zither. Also Hackbrett, Zither, Pedal-Steel, Lap-Steel, Bass-Gitarre. Genau. Könntest dem Luki auch ruhig einmal einfach so, wenn ihr Fragen habt, irgendwie schreiben. Der Luki ist ein Lexikon an fucking knowledge. Luki hat schon Gitarren-Services für mich gemacht von der Uncle Phil, von einer Gitarre von meinem Großonkel, die er schon serviciert hat, die schon ewig lang rumgestanden ist. Von meinem ersten Bass hat er auch schon Wunder getan. Also ich kann das nur empfehlen. Einfach mal schreiben und mal schauen, was da alles an Knowledge, an Informationen drin ist. Luki, danke. Danke. Und see you next time.
Es ist wirklich lustig, das Ding ist, also ich habe es nicht aus Spaß gesagt, es ist wirklich weg, es ist Basis weg. Also, nein, ja, ich meine, das ist dein Basis weg.